Es sieht ja so aus, als ob es mich anstrengen würde, hier bei diesen sommerlichen Temperaturen auf der Moldau zu paddeln. Macht's aber nicht. Es macht Spaß. Und hunderte Tschechen zieht es bei diesen Temperaturen zum Paddeln auf den Fluss. Herzlich willkommen zur Sendung Auf gute Nachbarschaft. Heute mit Themen aus Tschechien und aus der Slowakei. Noch vor einigen Jahren, da zog es hunderte Jugendliche aus der ganzen Welt hier nach Prag, weil es hier das billige, aber doch so gute Bier, das Pivo gab. Das ist heute auch nicht anders. Doch heute kommen noch zusätzlich viele Jugendliche aus ganz Europa wegen des billigen Joints nach Prag. Prag hat sich zu einer der europäischen Drogenmetropolen entwickelt. Warum auch uns in Sachsen das nicht ganz egal sein kann, das ist eines unserer Themen. Außerdem waren wir für Sie im letzten deutschen Dorf der Slowakei. Das verschwindet jetzt aber bald von der Landkarte. Warum? Auch das erklären wir Ihnen. Und wir wollen Ihnen wieder einige Wörter Tschechisch beibringen. Heute erklärt Ihnen Petter Kumpfe auf seine ganz besondere Art, was die tschechischen Autobahndieben antworten sollten. Jetzt aber zu unserem ersten Thema. Die Polizei in Tschechien kämpft gegen illegale Drogenküchen. Warum das auch uns in Deutschland nicht egal sein kann, zeigen die Drogenstatistiken in Sachsen. Fast jeden Tag hat die tschechische Drogenpolizei einen solchen Einsatz. Die Beamten sind auf der Suche nach einer Drogenküche. Vor allem an der deutsch-tschechischen Grenze schießen diese wie Pilze aus dem Boden. Hier wurde Pervitin hergestellt, in Deutschland bekannt als Crystal. Eine der gefährlichsten synthetischen Drogen. Für Tschechien ist Crystal die Nationaldroge. Das Problem ist, dass diese Droge so einfach herzustellen ist. Sagt Jakub Friedrich, Tschechiens Drogenfahnder Nummer 1. Er beobachtet eine gefährliche Entwicklung. Wurde Pervitin noch vor Jahren in kleinen Mengen für den Eigengebrauch hergestellt, sind jetzt vietnamesische Banden groß in das Geschäft eingestiegen. Sie produzieren die gefährliche Droge vor allem für den deutschen Markt. Diese Droge ist sehr stark. Diese Droge ist billig. Sie ist viel billiger als Kokain. Sie führt sofort in die Abhängigkeit, ganz schnell. Und sie hat eine zerstörerische Wirkung auf die Junkies. Bei intravenöser Anwendung führt der Weg wirklich direkt in die Abhängigkeit. Statistisch gesehen gäbe es in jeder Straße in Prag eine Drogenküche, erzählen uns Martin und René. Sie sind Fahnder der Drogenpolizei. Bei Razzien wie dieser haben sie keine Angst vor Schusswaffen, sondern vor den Nadeln der Süchtigen. Meistens sind die Küchen in Abrisshäusern versteckt, in Lagerhallen am Stadtrand, einfach ausgestattet. Es sieht nach einem riesigen Müllhaufen aus, doch dazwischen Medikamente. Die braucht man für die Pervitin-Zubereitung. Sie sei kinderleicht, erzählen Martin und René, und gerade deswegen so gefährlich. Die Grundsubstanz der Droge ist Pseudoephedrin. Das ist in sehr vielen Medikamenten enthalten, die frei verkäuflich sind. In Tschechien werden diese Medikamente deswegen nicht mehr ohne Kontrolle abgegeben. Aber die Szene hat jetzt neue Wege gefunden. Die besorgen sich die Medikamente aus Polen oder Deutschland. Und dahin geht das Pervitin dann immer öfter auch zurück. Sie sind in der Szene schon so gut wie zu Hause. Und eines bekommen auch sie immer wieder erzählt. Gekocht wird in Tschechien, doch die gefährliche Ware geht vermehrt nach Deutschland. Die Drogenberatung in Dresden. Das Team um Sven Lindner hat es hier fast ausschließlich mit Crystal-Abhängigen zu tun. Es gibt einen Zusammenhang, je näher die Grenze zu Tschechien ist, desto höher ist der Anteil an Crystal-Konsumenten. Das ist unsere praktische Erfahrung. Das wird auch schon statistisch nachweisbar. Also in Sachsen gesehen wird in Dresden und in Chemnitz vorrangig, also die meisten Beratungsfälle kommen wegen Crystal an. Ob Prag oder Dresden, ein Leben ohne die Droge ist für viele eine Hölle. Wieder wird in Prag ein Drogenkoch verhaftet. An ein Happy End bei der Jagd nach Pervitin glaubt schon kein Polizist. Die Einfachheit der Zubereitung, sagen die Beamten, mache einen Sieg der Polizei schon fast unmöglich. Jetzt zu einer Geschichte, bei der uns die Dreharbeiten viel mehr Spaß gemacht haben als bei dem Drogenbeitrag, wo es aber möglicherweise auch gar kein Happy End geben könnte.
6 Stunden sind wir hier von Prag in die Slowakei gefahren, zum Mittelpunkt Europas. In ein kleines, verschlafenes Karpatendörfchen. Blaufuß heißt es und es ist das letzte deutsche Dorf in der Slowakei. Doch die Geschichte von Blaufuß, die könnte noch in diesem Jahr beendet sein. Diese drei Damen haben schon viele schöne Abende hier in den slowakischen Karpaten erlebt. Doch dieser Abend ist ein ganz besonderer. Die drei haben noch nie ihre Heimat verlassen. Doch heute hat Wilma, Regina und Anna die Heimat selbst verlassen. Das Ende des Dorfes, so wie sie es kannten, begann in der Mittagszeit. Und Helena Halmischowa hat zumindest eine Mitschuld. Die Volkszählerin ist unterwegs im letzten zweisprachigen Dorf der Slowakei. So ähnlich wie in Deutschland will auch die Slowakei wissen, wie viele Menschen im Land wohnen und welche Sprache sie sprechen. In Kraule, zu Deutsch Blaufuß, wird Deutsch und Slowakisch gesprochen. Damit das Dorf den Minderheitenstatus behält, müssten 20% der Dorfbewohner bei der Nationalität ein Kreuz bei Deutsch machen. Machen viele aber nicht. In das Dorf sind viele junge Familien aus den umliegenden Dörfern gezogen. Slowakische Familien, die keine deutschen Wurzeln haben. Kraule verjüngt sich, aber das geht auf Kosten der deutschen Minderheit. Die Slowaken sind jetzt hier in der Mehrheit. So einiges in Blaufuß ist immer noch typisch deutsch und zeigt, dass es hier eine 700 Jahre alte deutsche Tradition gibt, mit allem, was dazugehört. Doch wenn bei der Volkszählung nicht 20% der Blaufüßer angeben, dass sie Deutsche sind, ist es mit der Zweisprachigkeit im letzten deutsch-slowakischen Dorf vorbei. Dann haben die Deutschen hier kein Recht mehr, beim Bürgermeister Deutsch zu reden. Wobei ein Deutscher bei diesem Gespräch allerdings fast nichts versteht. Es geht um den Graben vor Frau Lukaschowas Haus und wer ihn reinigen soll. Das ist der Dialekt von da. Das ist schwabische Dialekt. Das ist schwabische Dialekt. Und die Dörfer, was sind da, jedes Dorf hat sein Dialekt. Das ist nicht gleich. Etwas ist so ähnlich, aber ist das gleich nicht. Und laut dem Dialekt hat man gewusst, wer von welchem Dorf ist. So ist der Klang dieses Dorfes noch ein ganz besonderer. Zum Feierabend wirft der Bürgermeister Miroslav Schwarz auch schon mal eine alte Blaufuß-CD in den Dorffunk. Dunklen grünen Wälder, tief in dem Karpatenland, mit den bunten Höhen Feldern. Wenn durch die Ergebnisse der Volkszählung die Befürchtungen wahr werden und Blaufuß sich nur noch Kraule nennen darf, ändert sich sicher nicht viel für die alten Deutschen, aber es sei trotzdem mehr als ein Symbol. Unsere Kultur, die Bräuche, die es hier gab in der Vergangenheit, sollten wir versuchen zumindest zu erhalten. Das ist aber sehr schwer. Die ursprünglichen Einwohner werden alt. All das Ursprüngliche geht langsam verloren, was vor uns hier war. Wilma, Regina und Anna sind die letzten drei, die hier ein wenig die 700-jährigen Traditionen bewahren wollen. Lieder, Trachten und eine Sprache, die in sozialistischen Zeiten in Blaufuß nicht verboten, aber auch nicht gern gesehen war. Alte Blaufußlieder wie dieses wurden nur in den eigenen vier Wänden gesungen. Ich weiß, wenn wir sein mit unserer Mutter nach Kremnitz gegangen und wenn sie ist gegangen einkaufen, hat sie immer gesagt, wenn ihr etwas wollt, sagt er mir das draußen. Wenn sie haben gehört drinnen, dass man Deutsch sprechen tut, haben sie so phlegmatisch mit den Leuten gehört. Jetzt den alten Zeiten nachzuweinen sei Quatsch, sagen viele Slowaken im Ort. Sie hätten nichts dagegen, wenn die zweisprachigen Schilder und der deutsche Gesang aus dem Dorffunk verschwinden würden. Es redet doch keiner mehr auf den Straßen hier Deutsch. Es ist doch völlig egal, ob es jetzt ein zweisprachiges Dorf ist oder nicht. Die können doch alle Slowakisch. Dafür muss doch auf dem Amt keiner Deutsch sprechen. Außerdem der Dialekt, den die sprechen, den versteht sowieso kein normaler Deutscher. Noch sind die Briefstimmen nicht ausgezählt, aber die Chance ist sehr gering, dass über 20% Deutsch als Nationalität angegeben haben. Vielen ist es einfach nur egal. Helena Halmischowa hat Feierabend. Irgendwann wird der Bürgermeister wahrscheinlich Post bekommen, dass Blaufuß jetzt nur noch Kraule heißt.
das Schild Blaufuß hier abschrauben kann. Wilma, Regina und Anna werden mit der neuen Zeit nicht mitgehen. Sie bleiben Blaufüßer. Sie müssen damit rechnen, dass sie vielleicht bald in einem für sie neuen Ort leben werden. Dieser Abend ist für die drei ein besonderer. No, ganz egal ist es nicht. Da muss man sich gewöhnen, dass das auch Krahule wird sein. Aber das Blaufuß, das wird immer sein auf der ersten Seite. In Herzen. Die Behörden haben das Recht, Schilder abzuschrauben, sagen Wilma, Anna und Regina. Doch eines können sie eben nicht, ihnen die Erinnerung an ihr Blaufuß wegnehmen. Aus der Slowakei zurück nach Prag und wir kommen jetzt zu unserem kurzen Sprachkurs Tschechisch für Anfänger. Die tschechische Polizei, aber auch die deutsche Botschaft hier in Prag warnen vor fiesen Autobahnbetrügern auf der Strecke Dresden-Prag. Ihre Masche ist fast immer die gleiche. Sie täuschen eine Panne vor und bitten dann hilfsbereite Deutsche um etwas Geld für die Reparatur oder auch zum Tanken und bieten dafür nutzlosen Goldschmuck an. Fallen Sie darauf nicht hinein. Was Sie ihnen aber im lupenreinen Tschechisch sagen könnten, erklärt Ihnen jetzt unser Dolmetscher in unserem Tschechischkurs Mir nix, dir nix mit Petter Kumpfe. Die Räuber stehen an der Autobahn. Luxuslimousine. Täuschen einen Unfall vor. Sie bleiben stehen, wollen helfen. Räuber kommt und will ihnen Schmuck verkaufen. Von seiner Großmutter hat er Dachboden leergeräumt. Und die Polizei ist machtlos. Oh. Was würden Sie so sagen, wenn man sie so überfällt? Was sagt man so, ne? Koma, Scheife und Polizei, aber die helfen dir ja nicht. Was können Sie so sagen? Ja, Dobrý den. Ja. Guten Tag und auf Wiedersehen. Naja, bei mir hilft das aber sehr wenig, ne? Sagen wir einen wichtigen Satz, den Sie bei jedem Überfall, wenn Sie so im Auto überfallen werden, gebrauchen können. Einen wichtigen Satz. Ja. Einen wichtigen Satz? Ja, ich lerne Sie den jetzt. Ich lerne, ja. Der Satz geht so. Manželku si vemte, ale auto mi nechte. Und auf Deutsch bedeutet das, die Frau können Sie haben, das Auto lassen Sie mir. Wir sind 60 Jahre verheiratet. Oh, so lange? Na. Ja. Ist ja Zeit für eine Veränderung. Sie wollen keinen Schmuck? Nein. So, wollen Sie immer noch keinen Schmuck? Ach, ich glaube, jetzt wird es langsam mehr, nicht wahr? Ja, ich rufe die Polizei. Haben Sie gleich Angst, die Leute, weil Sie Tschechisch kennen, ne, wenn Sie das auf Tschechisch sagen? Na ja. Zavolám policii. Sagen Sie mal, Zavolám policii. Zavolám policii. Die Frau können Sie haben. Das ist ja, ist ja ganz bösartig. Ich kann doch nicht meine Frau hier drüben lassen. Sagen Sie jetzt Hilfe. Pomoz. Würden Sie lieber mit dem Zug nach Hause fahren, aber mit der Frau? No, ich muss unbedingt die Frau mitnehmen. Und ja. Da fahre ich dann doch mit dem Zug heim. Aber mal richtig so. Sammelam Polizei. Sammelam Polizei oder was? Ist schon viel besser. Dann geben Sie mir Ihre Autoschlüssel. Und der Bahnhof ist in dieser Richtung. Nee, der Bahnhof ist da oben. Pomoz! Pomoz! Aber Achtung, diese Autobahnbetrüger sind sehr gefährlich. Versuchen Sie sich nie mit eigenen Händen zu wehren, denn sie haben paramilitärische Ausbildung und sie trainieren sehr hart. So sieht eine ganz normale Ausbildung eines Autobahnbetrügers aus. Můžete mi rozměnit korunu? Können Sie mir eine Krone wechseln? Gucken Sie den Mann an, der ist ja kein Betrüger, was Sie für hübsche Augen haben. Wenn Sie schon einmal eine Folge von Mir nix, dir nix gesehen haben, dann haben Sie sich vielleicht auch gemerkt, wie Auf Wiedersehen auf Tschechisch heißt. Denn mit diesem verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und sage Naschledano aus Prag.